Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS17 auf der Hofbergmann Reloaded. So, da schauen wir mal, hier sind wir doch. Apfelstation werden wir hier schon mal wieder mal anschätzen. Werden wir mal hier tabeln. So, der ist nicht angekoppelt, das ist gut so. Werden wir den anschmeißen. Das ist unser morgendlichen Rotkohl. Den sogenannten Guten Morgen Rotkohl ernten. Denn Rotkohl am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Naja, so ist das. Und gerade bei meinem 1A Premium Qualitätsrotkohl. So. Schmeißen wir schon mal den Rückwärtsgang ein. Senken die Plattform ab. Und machen X. Und da geht's los, das Gesammel. Plup, 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 plup. Geht am besten so. Naja, die Gilligruben sind ein bisschen voll. Noch sind auch nicht alle so voll, dass wir wieder eine Runde drehen können. Eine sogenannte Klärgrubenrunde. Noch sind wir nicht so weit. So, V, H, B, B, B. So. Oben ist es schon wieder. Der wird doch immer leer bleiben, der Beathacker. Aber ich bin nicht so der Zuckerrübenfreund und Rübenschnitzelbauer. Das ist einfach nicht meins. So, und zack, da war der erste Sprung drin. Den nächsten abernten. Also falsche Taste, ich habe U gedrückt. Das ist aber bei dem DBW-Pack so, nicht bei der URL-Plattform. So. Das ist full. Ist full. So, hält man wieder an. Machen wir schon mal hier das Fensterli. Das Getreide wächst dann noch, Mensch. Karl Otto. Das sehen wir eben gar nicht. So, und zack. Da war schon wieder was zu weit. So, auf geht's zum nächsten. Und der Rotkohl abpflücken. So, dann haben wir die ersten 100 weg. So ratzifatzi geht das. Die Schwelle. Ja. Ne, sonst nimmt nichts mehr auf. So, wieder die Runde weg. Fangen, bum, 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 bum. Ja, nichts geht über eine morgendliche Rotkohlpflückaktion. So, jetzt hier rum. Dum, dum.
So, und zack, wieder was drin. Drunter tut auch nichts. Super. Muss man ja ab und zu mal gucken, wie man es jetzt drunter schmeißt. Dies wäre dann nicht so toll. Weil Rotkohl unterm Band bringt nichts. Vielleicht noch ein passender Spruch dazu ein, der sich reimt. Aber muss ja nicht. Das muss ja nicht. So, ist die Runde auch fertig. Damit haben wir schon die nächste. Wir haben schon zwei Felder wieder abgeerntet. So gut wie. Auf dem zweiten Feld sind ja noch 3 Krümel 50 drauf. Besser ausrichten. So, ja, noch ein Stück vor, jetzt noch ein Stück, noch ein Stück. So, sieht gut aus. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt wollen wir mehr. So, jetzt den letzten Rest hier. Das ist von los, jetzt nicht. Auch wir wollen gerade nicht. Irgendwo bin ich da hängen geblieben. Aber wer weiß wo. Wer weiß das schon? Ist aber auch egal. Wir machen weiter mit unserer Rotkohlernte. So, Dede. Zwei Felder sind fertig. Dann müssen wir dann die nächsten Setzlingspaletten drauf basteln. So. Das klappt ja wie beim Bäcker das Brezelbacken. Geht ja supi heute. Jetzt haben wir gute Rotkohl-Skills bis jetzt. Beschreiben wir es einfach noch nie, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich zu früh lobe, wird es dann meistens kürzer. Und das wäre ja dann nicht so prickelnd, wenn das kürzer wird. So. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe vorher ordentlich getrunken und jedes Mal. Das erzähle ich jede Folge. Kriege ich einen Tropfen im Hals. Warum auch immer. Dies weiß nur Gott allein. Warum ich pro Folge mindestens einen Huster drin habe. Wird unterdrücken bringt auch nichts. Muten bin ich nicht schnell genug. So. Jo. Jetzt geht's zur letzten Rotkohl-Sammelrunde. Noch so mal gut im Rennen, 10 Minuten.
Sind wir ja hier bleibt. Wischen, was es hat. So, so, haben wir das Bobcat. Wo haben wir denn den Bobcat? Ja, war er gerade. Da war er gerade. So, dann muss ich mal die Palette da aufgabeln. Dass wir die hier oben mitkriegen hier. So, what cool Setzlinge, 100 Stück, 98, nicht ganz 100, aber die zwei Stück fallen jetzt nicht unbedingt ins Gewicht, würde ich sagen. Setzling ist Setzling, egal ob das 100 oder 98 sind. Mit. So. Und greifen da die jetzt nur. Ist falsch geformt. Ich statt linken mir aufgegabelt, bin ich so doof oder tue ich halt so doof? Jetzt. Muss das tief auch schon das muss ja hoch. Das kriegt man hin, irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, haben wir wieder. Voilà. So, ich hänge mal fest. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge im Rotkohlbeet fest. Also, haben wir gleich. Kriegt man hin. Gebt ihm mal mit dem Schlepper einen Schubs. Verdammte Axt. Und vorher machen wir da mal ein Screenshot raus. Bum, 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 bum. Genau so. 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 Wir hängen im Rotkohl fest. Ein Stück zu weit hinter gefahren. Und da hängen wir im Kohl.
Hier ist ja auch draußen. So. Okay, ich komme. Auto safe. Ja, Wollingen. Was macht der Form? Schafft man das? So. Ja. Ein Stück musst du halten. Ein Stück musst du noch. Das ist zum zweiten Punkt. Gut. Geschafft. In die Mitte hängen bleiben. So, haben wir das auch fertig. Dann im nächsten Mal die Maschinen dann mal waschen. Wäre auch nicht so verkehrt. So. So. Mal hier noch mal schnell. Ja, das alles laufen lassen, was Kohle bringt. Und dann muss ich noch ein bisschen was umtunen. So, was muss ich umtüdeln? Immer hier. Die Anzahl, ne, Anzahl vielleicht falsch gesagt, aber hier das Volumen wegen Ballen. Weil 10.000 ist nur die Plätezahl und die Ballen alle 4.000 wiegen, also Liter haben. Dann machen sich 10.000 ein bisschen doof. Das muss ich noch ein bisschen korrigieren, auf 12.000 anheben. Und in einem anderen Projekt muss ich noch die Sämaschine ein bisschen pimpen. Aber das ist ja alles Pille-Palle. So. Wo geht's denn jetzt hier runter? Passwagen hat Luft. Jetzt ist auch schon wieder fertig die Palette. Jetzt geht da echt wie wirklich das Brezelbacken heute. So, noch etwas? Ne. Hier wollten wir aber nochmal gucken. Hier hat man jetzt mehr Schafe drin. Entschuldigung, ob sich da was getan hat. Ja, meh. Ne, immer noch 3 Lämmer. 16 Liter, also jetzt verdoppelt die Milch bei 66 Tierchen. Aber so Milchproduktion läuft und läuft und läuft nie an. So, die ersten Fasswärme sind sowieso. Soll ich jetzt mal rüberschieben. Gras hat man getroschen. Apropos Gras, jetzt will ich wieder mal Schwolte. Bank of Hagen steht Felderverwaltung, Feld 8. Kostet mich Pachten 16.000 und Mieten 200.000. 120.000. Okay, wissen wir damit auch Bescheid. Aber die Zeit ist leider schon wieder am Ende für diese Folge.
Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst dann einen Daumen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.